Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Dem habe ich ja fast nichts hinzuzufügen. Eigentlich wollte ich jetzt hier verschiedene Teilnehmer unserer Diskussion und Damen und Herren, die gleich ein Grußwort zu uns sprechen, begrüßen. Aber bevor ich das tue, möchte ich doch sagen, ich bin schwer beeindruckt von unseren Organisatoren. Das ist die bestbewachte VDI-Veranstaltung, die ich je besucht habe. Das Problem dabei ist aber leider, meine Damen und Herren, dass das gewisse logistische Herausforderungen mit sich bringt. Insofern kann ich jetzt noch nicht alle die begrüßen, die eigentlich gleich hier mit uns diskutieren. Denn Herr Professor Spart von der Akatech ist noch im Taxi und ist nicht sicher, wie weit das Taxi fährt. Ich kann ihm da helfen, weil ich weiß das. Aber das heißt, er muss noch einen Augenblick laufen. Genauso ist der Herr Simon von Microsoft, der heute mit uns hier diskutieren sollte, in München hängen geblieben. Das liegt aber, glaube ich, mehr an Lufthansa oder Eurowings. Das ist aber eine andere Diskussion, die wir heute nicht führen wollen. Und so bleibt mir, meine Damen und Herren, zu begrüßen die Vertreter der Politik, Frau Bennett und Herrn Schipanski, der gleich zu uns sprechen wird. Ganz herzlichen Dank. Und natürlich Sie alle. Und ich freue mich, dass Sie sich sozusagen durchgekämpft haben. Ich weiß nicht, wer heute der Sieger ist. Ich hatte einen Staffellauf mit zwei schwer verkleideten Herren. Vielleicht gab es noch einige mehr. Also insofern glaube ich auch, dass wir im Laufe des Abends noch etwas kompletter werden. Ich möchte auch begrüßen die Herren Janoschka und Horndasch von der, vom Stifterverband, dem ich ganz herzlich danke dafür, dass sie gemeinsam mit uns diese Veranstaltung heute Abend machen, die im Rahmen der Themenwoche Hochschulforum Digitalisierung stattfindet. Und ich glaube, das Thema, was wir hier heute Abend haben, passt sehr gut dazu. Also herzlichen Dank an den Stifterverband und herzlich willkommen im Namen des VDIs. Mein Name ist Ralf Appel. Ich führe sozusagen die Geschäfte des VDIs, das heißt bei uns Direktor, und freue mich, Sie in dieser Eigenschaft heute Abend begrüßen zu können. Ja, meine Damen und Herren, Smart Germany Ingenieurausbildung für oder auch in Zeiten der digitalen Transformation. Ein Thema, was uns natürlich als Ingenieursverein sehr am Herzen liegt und, wie ich aus der Teilnehmerliste gesehen habe, auch Ihnen, ob das jetzt aus der Forschung, aus der Lehre, aus der Politik oder, was auch schön ist, auch aus der Wirtschaft und den Unternehmen ist. Denn Sie sind ja gewissermaßen die Abnehmer, die Kunden dessen, was an Ingenieurinnen und Ingenieuren ausgebildet wird. Und die Ingenieurausbildung in Deutschland, ich glaube, da sind wir uns alle einig, steht für höchste Qualität. Nicht zuletzt sie ist es, die Deutschland zu einem, wenn nicht dem, führenden Technologie- und Innovationsstandort gemacht hat. Und insofern ist vielleicht auch heute Abend Gelegenheit, gerade in der Podiumsdiskussion, die wir gleich haben werden, einmal etwas Bilanz zu ziehen und zu fragen, was macht diese Ausbildung, diese tolle Ausbildung in Deutschland eigentlich aus? Und ich glaube, da muss man als erstes nennen, unser vielleicht noch, aber zumindest noch besonders starkes Bildungssystem mit seiner Symbiose aus Theorie und praktischer Ausbildung. Ich glaube, das ist ein Asset. Und wenn Sie so die Diskussion der letzten 20, 30 Jahre verfolgen, als dann die Frage dahin ging, gibt es nur noch Dienstleistungsgesellschaften, brauchen wir Produktion eigentlich noch, brauchen wir das alles noch? Da hat man Deutschland ein wenig belächelt und inzwischen kommen viele Länder zu uns und wollen dem System der dualen beruflichen Bildung oder auch unserem System der akademischen Bildung mit starkem Theorie- und starkem Praxisteil gerne was abschauen und dafür lernen. Und ich glaube, dass genau das der Grund ist, weshalb Deutschland wie kaum ein anderes Land in der Lage ist, nicht nur hochwertige Produkte zu produzieren, sondern auch maßgeschneiderte und häufig eben auch disziplinenübergreifende Systemlösungen anzubieten. Ein ganz klares Asset. Und nochmal, ich glaube, das gilt sowohl für die akademische Bildung, für die wir im VDI ein Stück weit mitstehen, als auch für die duale Berufsausbildung. Aber genauso deutlich möchte ich sagen, und ich denke, das werden wir heute Abend hören, wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Wenn wir weiterhin ein Spitzentechnologiestandort sein wollen, und ich denke, uns ist allen bewusst, wir haben keine Rohstoffe, jedenfalls keine physischen Rohstoffe, wir haben Menschen und deren Intellekt und deren Arbeitskraft, dann müssen wir, um ein Technikstandort zu bleiben, auch heute die Ideen und die Gedanken entwickeln,
wie das in der Zukunft gehen kann. Jetzt freue ich mich, Herr Professor Spaat, dass Sie den Weg durch die logistische Herausforderung vor der Tür geschafft haben. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie. Und dann gibt es auch die Diskussion, meine Damen und Herren, inwieweit die digitale Transformation die Arbeitswelt verändert. Da gibt es dann Horrorszenarien, die da heißen, es gehen so und so viele Millionen Arbeitsplätze verloren. Auch damit haben wir uns im VDI intensiv beschäftigt. Es gibt die Gegenprognose, dass viele Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Die letzte, die ich gehört habe, war eine Studie des Weltwirtschaftsforums. Danach wird es unter dem Strich sogar fast 60 Millionen neue Stellen geben. Die Frage wird sein, ob das sozusagen alles synchron passiert. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen. Aber das ist nicht das Thema heute Abend, aber sicherlich schon der Rahmen, in dem wir uns mit unseren Diskussionen über die zukünftige Qualifikation bewegen. Was, glaube ich, klar ist, uns klar ist, aber ich nehme an, auch Ihnen klar ist, deswegen sind Sie heute Abend auch hier, was sich verändern wird, sind die Inhalte, die Tätigkeitsprofile. Und damit gibt es mit Sicherheit neue Anforderungen, neue Qualitäts-, neue Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten. Und ich glaube, das werden wir durch alle Branchen hinwegsehen. Und das natürlich wird auch das Berufsbild der Ingenieurinnen und der Ingenieure grundlegend verändern. Und das allerdings ist nun das Thema des heutigen Abends. Wir Ingenieure müssen, glaube ich, mehr noch als in der Vergangenheit lernen, nicht nur technologische, sondern auch Geschäftsmodellchancen zu ergreifen. Also es geht um die Frage, was macht die digitale Transformation nicht nur mit der klassischen Ingenieurskunst, sondern auch, was entstehen daraus möglicherweise für neue Geschäftsmodelle. Nur ein kurzes Beispiel, was Sie wahrscheinlich alle schon vielfach gehört haben, die Automobilindustrie. Ich glaube, hier werden wir erleben, dass die Bewegung beim Konsumenten weggeht von, ich möchte ein tolles Auto besitzen, das ist in meiner Generation noch so, bei meinen Kindern bröckelt das schon, die haben zwar noch ein Auto, aber in der Stadt lassen sie das stehen und nutzen Transport und nicht mehr ein Automobil. Also die Frage ist, wie komme ich weg vom reinen Neuwagenkauf zu einer intelligenten Nutzung des Autos als Bestandteil einer integrierten Mobilitätskette? Wir kennen ja alle die Slogan unserer Automobilunternehmen und einer heißt ja auch Freude am Fahren. Das haben wir vor einiger Zeit schon bei uns in einem der Gremien, die sich damit beschäftigen, diskutiert und da brachte jemand auf, was ich sehr passend finde. Vielleicht kommen wir ja weg von Freude am Fahren zu Spaß am Transport. Und ich glaube, darum wird es gehen. Darüber hinaus wird das vernetzte Auto Millionen von Daten generieren, dauernd. Und da ist, glaube ich, auch ganz schnell erkennbar und ersichtlich, dass daraus neue Geschäftsmodelle unter Auswertung dieser Daten, Stichwort Big Data, entstehen können. Also das Denken in neuen Dimensionen, in digitalen Geschäftsmodellen, ist meines Erachtens nach eine zentrale und eine aktuelle Herausforderung für unseren Berufsstand als Ingenieurinnen und Ingenieure. Es geht also darum, wie bringen wir diese Themen der digitalen Transformation und die sich damit verbindenden neuen Ideen so zusammen, dass wir sie rechtzeitig erkennen und auch darauf reagieren können. Wir sehen ja heute schon, dass ganze Märkte kollabieren und gleichzeitig entstehen neue. Und ich glaube, diesen Transmissionsmechanismus, den müssen wir als Ingenieure ein Stück weit mehr verstehen. Das bedeutet, dass unser Berufsstand, die Ingenieurinnen und Ingenieure, ihr Wissen von einer natürlich nie ausschließlichen, aber doch vorwiegend Technologieorientierung, in der wir meiner Ansicht nach immer noch Spitzenklasse sind, entwickeln müssen zu einer Frage, die sehr viel mehr interdisziplinären Charakter hat, Stichwort neue Geschäftsmodelle. Und dazu müssen wir auf dem Fundament unseres technologischen und technischen Know-hows neue Kenntnisse, neue Kompetenzen erwerben. Und dabei ist mir ganz wichtig, dass es nicht das eine oder das andere ist. Wir möchten auch morgen noch über sichere Brücken gehen. Wir wollen auch morgen noch sicher nach Berlin fliegen, hoffentlich wieder ein bisschen pünktlicher als zurzeit. Aber da gehört auch Technik rein und das ist das Kerngeschäft und ich glaube, das wird es auch bleiben. Aber es wird darum gehen, zusätzlich Kenntnisse zu erwerben in interdisziplinären Bereichen, first and foremost vielleicht IT, da passiert ja auch schon viel, aber sicherlich auch in den Bereichen Marketing, Betriebswirtschaft, das muss ich übrigens sagen, weil ich bin selber Wirtschaftsingenieur, aber auch im Bereich Kommunikation, Finanzen, Kreativitäts- und Szenariotechniken, Innovationsmanagement, also eine deutlich breitere Basis, als wir das in den klassischen Ingenieurfächern vielleicht kennen. Ich glaube, die Interdisziplinarität und die Intradisziplinarität sind mit die Schlüssel zum Erfolg für zukünftige Ingenieurgenerationen. Und deswegen fordert der VDI
von und mit und auch gemeinsam mit den Hochschulen, dass wir derartige Methodenkenntnisse, derartige Kompetenzen, nicht notwendigerweise derartiges Fachwissen, weil ich glaube, das ist die feine Linie, die wir zukünftig erarbeiten müssen, Bestandteil aller Curricula, die für Ingenieurstudiengänge entwickelt werden, sein muss. Denn nur dann, glaube ich, können wir diesen Wandel weg von der reinen Technik hin zu der Rolle der Ingenieure in der Gesellschaft, in der Technologiegesellschaft maßgeblich gestalten. Und dann, glaube ich, können wir auch trotz Bachelor und Master und manchmal der Frage, was ist denn eigentlich unsere Berufsbezeichnung jetzt, unsere akademische, weiterhin in der Welt den deutschen Berufsstand der Ingenieurinnen und Ingenieure anerkannt sehen. Und wir sind deshalb der Meinung, dass das Thema digitale Transformation in das Studium fest integriert sein muss. Das ist vor dem eben Gesagten nicht ganz einfach, weil auf der Technik, auf der technologischen Seite darf es da auch nicht zu viele Kompromisse geben. Aber ganz viel Wissen heute, und darüber werden wir auch sprechen, ist heute verfügbar, ist vielleicht im Internet verfügbar. Und ich glaube, es geht deswegen darum, dass junge Menschen lernen, sich Wissen anzueignen. Und übrigens nicht nur bis zum Bachelor- oder Masterabschluss oder bis zur Promotion, sondern lebenslang. Darüber reden wir ja schon seit Dutzenden von Jahren. Ich glaube, jetzt kommt es wirklich. Also die Vorstellung, man hat sein Studium erfolgreich absolviert und weiß dann alles, von der müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich endgültig verabschieden. Und deshalb ist das Thema, das wir heute Abend diskutieren wollen, so wichtig. Auch vor dem Hintergrund, meine Damen und Herren, wie sich der Markt für Ingenieurinnen und Ingenieure entwickelt. Nun könnte ich sagen, das ist ja alles schön, als quasi Berufsverband, der wir ausdrücklich nicht sind, freut uns natürlich, dass unser Berufsstand sehr nachgefragt ist. Derzeit gibt es etwa 130.000 unbesetzte Positionen und nochmal einige 10.000 bei den Informatikern. Und diese beiden Disziplinen wachsen ja immer mehr zusammen. Und das wird aufgrund der demografischen Entwicklung eher schwieriger. Dazu kommt eine äußerst stabile Wirtschaftslage, die digitale Transformation, sodass wir glauben, der Bedarf wird eher zunehmen. Das ist gut für unseren Berufsstand, aber umso mehr müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diese jungen Menschen kompetent für den Markt ausbilden und vorbereiten. Und darüber wollen wir heute Abend diskutieren und darüber wollen wir ringen. Und deswegen freue ich mich, dass Sie trotz dieser logistischen Schwierigkeiten heute Abend so zahlreich erschienen sind und mit uns darüber diskutieren wollen. Ich wünsche uns und Ihnen einen sehr interessanten Abend, zunächst mit einigen Impulsvorträgen, darüber hinaus mit einer, wie ich glaube, sehr spannend besetzten Podiumsdiskussion, wo wir sogar Thema Smart Germany und Technologie, moderne Unterhaltungselektronik nutzen werden, denn Herr Simon wird uns per Skype, wie ich verstanden habe, wahrscheinlich hier in Lebensgröße aus München zugeschaltet sein. Ich hoffe, dass es klappt. Ansonsten sind die Damen und Herren vor der Tür schuld, dass das Netz gestört ist. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen spannenden, interessanten und diskussionsreichen Abend. Und damit würde ich gerne übergeben an unsere Moderatorin, Frau Malaike. Herzlichen Dank und viel Spaß.